CCMO. Hallo, mein Name ist Silke und ich bin die Mama von Niklas. Niklas wurde 2016 in Wien im SMZ Ost geboren. Bei seiner Geburt hat er am rechten Fuß, rechten Bein, rechten Pobacke und unten am Kreuz rote Flecken gehabt. Die Ärzte haben uns eigentlich sehr schnell gesagt, dass sie nicht genau wissen, was das ist. Es kam dann die Vermutung CMTC. Über diese vier Buchstaben CMTC fanden wir dann im Internet die Organisation CMTC OVM und wir nahmen Kontakt per Mail auf und Lex van der Heijden, der Präsident von dieser Organisation, lud uns dann ganz rasch zum Mitgliedertreffen im Oktober nach Holland ein. Bei diesem Mitgliedertreffen wurde Niklas dann medizinisch untersucht und wir erhielten die Diagnose DCMO, das ist Diffuse Capillary Malformation with Overgrowth. Ganz wichtig war vor allem für uns, dass wir uns dort mit anderen Eltern und Patienten austauschen konnten und Niklas vor allem sehen konnte, dass es noch viele andere Kinder gibt weltweit, die diese Erkrankung haben. Wir sind jetzt in unserer Funktion als Patientenanwälte für CMTC OVM unterwegs in Österreich bei den Ärzten, in den Krankenhäusern, beim Kongress für seltene Erkrankungen und wir versuchen einfach Werbung für die Diagnose CMTC oder DCMO, wie Niklas es hat, zu machen, einfach um den Ärzten bewusst zu machen, da gibt es eine ganz seltene Gefäßerkrankung und bitte beschäftigt euch mit dem Thema. Wir Mitglieder von CMTC OVM sind eine große Familie. Es ist tatsächlich so, dass wenn eine Frage auftritt, es wird in die Community geschickt und auf der ganzen Welt finden sich Antworten. Das gibt wahnsinnig viel Kraft und Unterstützung und dafür sind wir sehr dankbar.